Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar will ich euch heute willkommen heißen zur letzten Folge von meinem Monk-LP. Und zwar sind wir heute mit dem auf Stufe 9 angekommen. Ne, nicht auf Stufe 9, sondern auf 109, so rum. Und ich will den fertig basteln, quasi auf 110. Jetzt mag sich der eine oder andere fragen, da fehlt ein bisschen was zwischendrin. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich den auf 101 gespielt. Und dann hat dementsprechend jetzt der Zwischenbetrag gefehlt. Liegt daran, weil ich immer halt die Invasionen gemacht habe, wenn sie ab sind, immer so 10, 20 Minuten. Und da wird sich halt keine Folge quasi ergeben. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache den so weit, dass ich quasi den Abschluss mit drauf kriege. Das Video wird jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz eine Stunde gehen, also ein bisschen gut was weniger. Ich schätze jetzt mal 20 Minuten, eine halbe Stunde in etwa. Und zwar werden wir jetzt die letzten paar Schritte hier laufen. Ihr seht es vielleicht auch mal, wie es jetzt ab Battle for Azeroth quasi mit den Invasionen ist. Denn du kannst es jetzt nicht mehr so gut in Gruppen machen, weil man ja von der Mechanik ein bisschen beschnitten wurde. Nämlich diese ganzen Add-ons, wo man quasi hier in Gruppen einlädt über Tools, die gehen nicht mehr und auch das Blizzard-eigene Tool geht nicht mehr. Das heißt, die haben da die Schnittstellen geblockt und jetzt kannst du bloß noch. Warte mal, ach so, hier ist gar keine. Jetzt kannst du das bloß noch quasi alleine machen oder du suchst halt aktiv nach Leuten, die herumlaufen. Das ist natürlich auch immer eine Option, die man noch machen kann. Ist aber ein bisschen mühsam, weil man ja jetzt quasi auch servergebunden ist, ne? Ah, schau, da wartet schon einer. Da wartet schon einer. Jetzt greife ich den einfach mal an. Und ihr seht, hier ist keiner. Aber das Schöne ist, wenn ihr jetzt mal guckt, ich mit meinem Gammeltwing kriege bei dem Boss ehrlich gesagt relativ wenig aufs Maul. Also ich bleibe jetzt mal eh auch stehen. Ihr seht, das macht nicht so viel aus. Da kann ich mich relativ easy auch gegenheilen. Auf welchem Realm ich bin? Mit dem Monk hier bin ich auf Eredar. Eredar sind meine ganzen Hordenchars immer. Also ich habe das so ein bisschen gesplittet. Alle Hordenchars sind eigentlich auf Eredar. Und mein Main-Ally-Server ist im Moment Antonidas, aber ich bin auch vertreten auf Ekwin und auf Lothar, vor allem weil Lothar halt mein ehemaliger Home-Server quasi ist. Weil da habe ich gestartet, da habe ich eigentlich bis ja, hier Dings gespielt, ne? Bis zum letzten Addon, also sprich bis Warlords of Draenor hatte ich auf Lothar gespielt und dann, ja, musste ich mich leider trennen von dem Server. Einfach aus dem Grund, weil das halt ein relativ kleiner Server ist und es ging halt einfach nicht mehr viel, ne? Und das geht, denke ich mal, vielen Leuten so. Wenn man dann doch mal wieder raiden will und dies machen und jenes, dann hat man da oft, ist man da oft ein bisschen beschnitten. Achso, ja, ich kann euch gerne mit in eine Gruppe einladen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich nenne es einfach mal Tiller. Wenn ihr Bock habt, mit die Invasion zu spielen oder mir zu helfen, je nachdem, könnt ihr gerne rein und mitspielen. Wenn ihr da Lust drauf habt, ich lade jetzt einfach mal den hier ein, der hier rumläuft. Das mache ich meistens jetzt, dass ich die Leute einlade, die quasi auch hier am Questen sind, weil dann geht es für alle ein bisschen schneller. Das ist so meine Mentalität bei den Geschichten. Genau. Was haben wir denn hier? Den kann ich rausholen? Den kenne ich gar nicht, den Typen. Nee, und da schaue ich dann halt immer kein Warmode an. Nee, ich habe keinen Warmode an. Ich bin mir nicht sicher, ob der bei Invasionen, ob das drauf zählt. Und falls ja, ist es auch immer so eine Sache. Ich habe letztens, habe ich mit dem Twink, mit Warmode quasi Invasion gemacht. Und ich habe es dann irgendwann sein gelassen, weil da waren lauter Leute, die mit Max-Level-Chars meinen Low-Twink abgefahren hat. Und es hat einfach nichts gebracht. Es ging dann mit. Nicht schneller, es ging wesentlich la langsamer, weil ich halt nur umgebrezelt wurde. Und das macht halt auch keinen Spaß, ne? Also, das ist total sinnlos dann. Ach so, der Typ hilft mir dann. Hier, oder die Tusse. Die habe ich gerettet und jetzt läuft sie mit. Ah, nice. Okay, das zählt. Also, du kriegst dann quasi auf jeden Bonusziel bzw. World Quest dann nochmal einen extra Bonus von 10%. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Ich wollte es auch mal testen, ob du mehr Ehre kriegst, ne? Bei den PvP-World Quests. Aber das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Das kann ich vielleicht nachher mal gucken. Da wollte ich eh nochmal was schauen in die Richtung. Aber das ist ein guter Einwand. Wobei ich bin jetzt schon so weit vom Level, dass ich wahrscheinlich hier gar nicht alle World Quests mu machen muss. Also sprich, um auf 110 zu kommen. Deswegen ist es jetzt egal. Wenn es knapp wäre, dann könnte ich es gucken. Ach so, okay. Müsste ich mal drauf achten, ja? Das wäre vielleicht ganz gut. Oh, war ich jetzt gepult? Kann ich den mit dem Speer abschießen und der kriegt einen Haufen Damage? Ah, ja, das funktioniert. Funktioniert sogar relativ gut. Die Tusse zu retten war ein guter Einfall, ne? Hier, jetzt hilft die mir quasi immer.
Also, was mir aufgefallen ist, seit der Änderung von, also seit dem Item-Squish, ist es so, dass hoher Content einfacher wurde, niedriger Content schwerer. Und zwar hier jetzt, Legion-Content ist wesentlich einfacher geworden für einen Gammeltwink, ne? Jetzt schauen wir dem sein Gear an. Der hat hier Handschuhe Stufe 87 an und 74, das ist ziemliches Rotzgear. Das ist, glaube ich, aus Elvin oder nicht aus Elvin, aus Burning Crusade ist das, glaube ich, das Zeug, ne? Vom Item-Level her. Und, also teilweise hat er halt richtige Mistsachen an. Und der ist aber gegen die Mobs relativ stark, ne? Wenn ich jetzt gegen so einen einfachen Mob kämpfe, dann habe ich davor gegen einen so einen Mob eigentlich immer relativ lang gebraucht. Und jetzt klopfe ich den relativ bequem kaputt. Das habe ich auch gestern mit meinem Druid gemerkt, ne? Und auf dem Low Level ist es genau andersrum. Da ist man gefühlt wesentlich schwächer als vorher. Aber ja. Das haben mir aber nur Leute erzählt, ne? Ich habe das selber noch nicht testen können, weil, wie ihr wisst, habe ich jetzt gar keine Low Chars mehr. Die habe ich jetzt alle hochgespielt, ne? Ja, aber warum findest du das eine Frechheit? Du kannst ja auch immer den Warmode anmachen. Also du bist ja nicht benachteiligt. Das ist ja nicht so, dass du den Warmode nur auf dem PvP-Server anmachst. Es gibt übrigens keine PvP und keine PvE-Server mehr, ne? So by the way. Aber wo siehst du denn die Frechheit? Ich verstehe es nicht. Du bist doch immer in der Lage, es auch anzumachen. Und ganz ehrlich. Ohne die 10% mehr, wer würde denn Warmode anmachen? Niemand. Weil das ist bloß du machst Warmode an und jeder kann nicht angreifen. Es ist der größte Käse, das sonst anzumachen. Also. Deswegen. Du musst. Und ich finde die Belohnung von 10% eigentlich zu wenig, dass es für mich wirklich rentiert, weil du musst halt rechnen, du kannst von deinem Gammeltwink kannst du von jedem dann umgeboxt werden. Also von dem her. Weiß ich nicht, hält dich das eher auf, als dass es dir irgendwas bringt. Außer du hast halt Glück und dich greift keiner an, ne? Das kann natürlich auch immer passieren. Ja, das verstehe ich auch nicht. Teilweise ist das Scaling so behindert. Ich kann euch was erzählen. Ich war letztens hier in Desolace wegen diesem Zentauren-Ding, ne? Und da war ich in so einem Lager drin. Da waren NPCs, ne? Level 60er. Also ich bin in so ein Hordenlager reingelaufen, wenn mir dann langweilig war und ich bin im Kreis gelaufen. Ich laufe in ein Hordenlager rein. Die NPCs in dem Hordenlager sind Level 60er. Mobs, die haben 10k Leben gehabt, ne? Auf die habe ich halt, die habe ich mit meinem Main Easy gewonshottet, weil ich auch noch diesen Bonus drauf habe. Dann war da ein Boss, der hatte 400.000 Leben, war auch Level 60, ne? Auf dem habe ich 200.000 Hits gemacht. Dann, als ich die Level 60er Wachen gekillt habe, die 10k Leben hat, sind 110er Wachen gespawnt. Die haben dann 12, 13k Life gehabt. Ne? Also minimal mehr als die 60er Waffen. Gegen die habe ich dann aber nur tausende Schläge gemacht und dann habe ich gegen die länger gebraucht, aber als gegen den Boss, der 400.000 Life hat. Also der Boss in dem Lager. Und das fühlt sich irgendwie total weird an. Also ich weiß nicht. Also diese Auswüchse von diesem Level-Squish finde ich total Mist, ja. Das ist totaler Mist irgendwo. Aber gut, damit muss man halt jetzt klarkommen. Ne? Sich drüber beschweren bringt dann leider auch relativ wenig. Du, ich weiß nicht, wie die Warfronts sind. Ich habe die auf der Alpha nicht getestet. Ich glaube, da hättest du nämlich weit hochspielen müssen. Und das habe ich leider nicht gemacht, ne? Weil ich mir ja bewusst das nicht vorwegnehmen wollte. Dann nehmen wir 20 Tries unbesiegbar. Oh, da wird sich der Hannes ärgern. Der ist da, glaube ich, schon bei 300 Tries dran. So, wunderbar. So, jetzt gehen wir aus der Gruppe raus. Wir sind 110. Hätte ich jetzt nicht irgendein Achievement kriegen müssen? Ich hoffe, das buggt jetzt nicht, dass ich dann nochmal einen spielen muss. So, ich habe aber nur 110 gekriegt. Warum kriege ich jetzt nicht meinen Dingsmonk? Jetzt sag mir nicht, dass es buggt und ich meine Achievement nicht krieg. Oh shit, wo habe ich mich jetzt hingeportet? Da wollte ich nicht hin. Sheet! Ich muss mal einen Dalaran-Ruhestein nehmen. Ich port mich jetzt nämlich zum Schar des Zorns. Da habe ich jetzt nämlich alle meine Chars. Ach, okay. Na, fliegen wir kurz rüber, das haben wir gleich. So, jetzt kriege ich hier eine Quest. Wahrscheinlich kriege ich das Zeug erst, wenn ich die Quest gemacht habe.
Was, ob ich jetzt am Elternstart einen 24-Stunden-Stream mache? Das ist eine gute Frage. Vielleicht. Ich muss mal noch gucken, wie ich es mache. Ach, kriege ich noch. Okay, jo, danke dir fürs Helfen, gell? So, jetzt muss man mal gucken. Und zwar müsste ich jetzt meine Achievement hier kriegen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und zwar müsste das unter. Was ist denn das drin? Ist das unter. Drin schon, ne? Das war. Also, weil hier oben habe ich ja schon den leeren Elfen, ne? Gibt sogar 20 Achievement-Punkten. Du musst den quasi einmal gewinnen und dann kannst du den auf 110 spielen. Genau. Achso, Nachtgeborener. Achso, das ist hier das Gewinnen von dem Typen. Und hier unten müsste es noch sein. Lichtgeschmiedeter Hochberg, Nachtgeborenen. Rechtsstufe 10 mit einem neu erstellten Charakter der Nachtgeborenen. Aber das habe ich jetzt eigentlich. Wie? Ich krieg mein Achievement nicht. Das wäre sehr, da wäre ich sehr, sehr traurig drüber und verärgert, weil dann muss ich das Ganze nochmal machen. Und ich habe mir eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen, dass ich es nicht kriegen würde. Aber ich bin jetzt mal guter Dinge und hoffe, sobald ich die Quest abgib, dass ich es dann bekomme. Dann ist zwar das Achievement unpräzise. Ach, schon mal, ich muss nach Nighthold, ne? Tja, wie komme ich da zum schnellsten hin? Ja, ich hab da so eine Idee, wie ich da relativ schnell hinkommen könnte. Blöderweise hat mein Ruhestein nach Cooldown, ne? Blöd. Blöd, 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 aber. Ach nee, scheiße, das ist ja das Ali-Lager. Ich flieg, weil ich ja hauptsächlich Ali spiele, ne? Bin ich da irgendwie so drauf gemünzt und flieg immer ins Ali-Lager und nicht ins Horden-Lager. Und das ist mir letztens mit dem Lautschar schon nicht sonderlich gut bekommen, sagen wir es mal so. Also da wurde ich übelst verdroschen, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Ja, und ich wurde ausgelacht von den Leuten im Stream. So. Aber das passiert mir nicht. Doch mal 110er holen sie nicht instant vom Mount runter, zum Glück. Weil das verstehe ich manchmal auch nicht. Die könnten theoretisch auch die Wachen. Weißt du, jetzt wo sie das ganze Scaling haben, würde ich es auch so machen, dass ich die Wachen doch einfach ausscale in den eins. Also weißt du, in den. Ach nee, warte mal, ich muss ja als Hordler nach rechts rüber, nicht nach links für die Portale. Die könnten es doch so machen, dass du quasi auch die Wachen scalen lässt und dass die Wachen dann, wenn du Level 50 bist, auch Level 50 für dich sind. Weiß jetzt nicht, warum sie das nicht hinkriegen, ne? Ein bisschen schade. So, ich muss nach Ugrimmar. Nee, du müsstest du mit 110 schon kriegen. So, warte mal, wo ist das Portal, das mich. Du kannst nämlich mit den verbündeten Völkern, kannst du nämlich bestimmte Portale in den Hauptstädten benutzen. Was mich fragt, ob ich als Hordler auch in SW quasi das Portal benutzen könnte, dann von der Fraktion. Nee, ich gehe nicht durch das Portal nach Dalaran, sondern es gibt ein eigenes Portal für die verbündeten Völker, und zwar ist es hier. Siehst du, Nachtfestung? Und das geht dann nochmal einen Ticken schneller, weil ich will ja gerade in die Nachtfestung. So. Das dürfte eigentlich keine Auswirkung haben. So, erste Arkanistin, geben wir das mal ab. Bitte die ganzen Transmogs. Schau mal an. Und getransmogt. Jetzt können wir uns das Set mal angucken. Können wir es uns mal angucken. Soll ich den Wappenrock anlassen oder soll ich ihn ausziehen? Warte mal, das ist nämlich hier. Ich glaube, der passt sogar gar nicht schlecht dazu. Ohne Wappenrock sind wir halt ein bisschen freizügiger, ne? Also ohne. Und wo war denn der jetzt? Warte, muss ich ihn wieder raussuchen. Da. Zugeknöpft oder freizügig? Ich glaube, wir machen freizügiger, oder? So, jetzt muss ich die Waffe noch transmoggen und dann sind wir mit dem soweit durch. Dass wir den mal noch einmal fertig machen. Das war jetzt quasi bloß noch das letzte bisschen. Was haben wir denn hier Schönes an Waffenstyle? Eigentlich bräuchte ich irgendwas Lilanes, ne? Was kann ich denn drauf transmoggen? Ich kann quasi.
Ach, schau mal, ich kann sogar auch hier die Legendary-Sachen von Monkeys machen, obwohl ich. Passen jetzt aber alle nicht ganz so gut dazu, ne? Das kann ich quasi machen. Ich kann Stäbe nehmen. Eigentlich wird ein Stab fast am besten passen zu dem Ganzen. Oder ich kann halt eine Stangenwaffe nehmen, ne? Was ist das für ein Riesending? Sense. Die könnte ich auch transmogen. Die wäre halt zumindest lila, ne? Nee, Titan Panel geht immer noch nicht. Das wundert mich auch. Die brauchen da echt lang. Also Stangenwaffen habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht so viele. Das Ding sieht natürlich schon irgendwo schick aus, ne? Aber es passt jetzt nicht so hundertprozentig dazu. Und ich könnte aber hier einen nehmen. Warum ist denn das Fenster so klein? Kann man das nicht irgendwie größer ziehen, dass man irgendwie. Weil hier siehst du es kaum, ne? Also vor allem die Waffen siehst du da kaum. So ein Stab wäre halt auch sick. Aber gut, Monk ist halt auch ein Nahkämpfer, ne? Also sieht jetzt halt eher aus hier wie ein Caster, das Ganze. Die Stäbe fand ich damals richtig nice. Ich glaube, das war der, den du damals über PvP in Dings gekriegt hast. Waren das die hier? Ich bin mir jetzt nicht. Nee, ich glaube, das hier war der PvP-Stab, den ich mit meinem Hexenmeister damals in Burning Crusade hatte. Da war ich richtig stolz drauf. Da musstest du echt gut was an der Arena spielen, dass du ihn gekriegt hast. Da hier ein Blau, aber der Rote sieht besser aus, definitiv. Stäbe habe ich sogar ein paar, ne? Das ist so ein ekligen Tentakelstab irgendwo. Was ist das hier? Ja, unter anderem. Ich will einen relativ einfachen, der zum Transmog passt. Irgendwas. Das würde sogar passen, oder? Was meint ihr? Ja, ich weiß, du kannst bei den Dings kannst du. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Die Challenge, wenn du die Challenge-Modes damals gemacht hast, kannst du die ganzen Waffen jetzt noch kaufen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das habe ich auch schon mal gemacht. Was wird zum Beispiel passen? Das ist doch das Bastion of Twilight, oder? Otter? Passt halt eigentlich alles jetzt nicht so hundertprozentig zum Monk. Was haben wir hier noch? Ich glaube, das war auch das Bastion of Twilight. Das ist diese Cutter-Instanz, ne? Cutter-Raid-Instanz. Warte, ich guck gleich, was du da geschrieben hast. Vorher suche ich mir bloß noch einen Transmog einmal aus. Das hat natürlich jetzt auch was, ist aber jetzt eher bläulich. Oder ich mache ihn nicht ganz lila, das könnt ihr natürlich auch machen. So ein Gammelstab. So ein winziger. Ich will eigentlich schon. Warte mal. Hier ist eigentlich gar nicht so schlecht. Auch nicht ganz so überladen. Warte mal, das hier ist der Stab des Direktors. Den hatte ich damals in Classic im Hexer. In Epic. Aber der heißt nicht Stab des Direktors. Wo ist der Stab des Direktors? Der sah genauso aus. Der ist in Scholo gedroppt, das weiß ich noch. Irgendwie macht mich das jetzt alles nicht so an. War fast einer der besten. Der hier? Ah, der ist fast ein bisschen zu überladen, ne, für das Transmog. Oder hier so ein Velen. Das ist doch das Ding von. Velen hat doch auch so ein Ding. Das könnte ich natürlich auch machen. Der ist aber auch nicht schlecht. Den könnte man dazu nehmen. Aber ich glaube, ich gehe auf diesen Kristallstab. Den finde ich fast am besten zu dem Transmog. Viel mehr habe ich jetzt auch nicht als Auswahl. Das vielleicht noch. Nee, komm, ich bleib bei dem Kristallding. Hau noch irgendeine Dings drüber. Irgendeine VZ. Das hier vielleicht. Ich glaube, das macht schon was her. Die anderen sehen irgendwie alle so blitzen. Ja, nee, man könnte es noch rot machen. Aber ich glaube, das macht am meisten her. So. Ja, doch, das passt. Das passt. Gut, dann haben wir einmal den Char soweit fertig. Er hat sogar auch einen Transmog, was die wenigsten von meinen Chars haben. Oder? Das passt doch ganz gut dazu, das Ding. Ich finde, alle können einen Ticken näher rangehen. Ah. Also jetzt würde ich vielleicht keinen Transmog-Wettbewerb damit gewinnen, aber ganz schlecht schaut es nicht aus, ne? Ganz schlecht ist es nicht. Gut, okay. Dann sind wir soweit fertig mit dem Monk. Ich muss
quasi auch mit meiner Monk-Level-Reihe. Vielleicht mache ich die dann irgendwann weiter, wenn es dann auf 120 hochgeht. Aber für den Moment sind wir damit erstmal durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, vielleicht sehen wir uns bei einer anderen Level-Reihe. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.